Diesen berühmten Teil seiner Rede hat Martin Luther King spontan improvisiert. I have a dream. Am 28. August 1963 demonstrieren über 200.000 Menschen dafür, dass afroamerikanische Menschen in den USA gleichgestellt werden, egal welche Hautfarbe sie haben. Es ist unglaublich heiß an dem Tag. Martin Luther King hält eine Rede, vorerst streng nach Skript. Der berühmte Satz I have a dream steht dort nicht drin. Zu abgedroschen, meinen seine Berater. Doch die Rede berührt die Menschen nicht. Da ruft die Gospelsängerin Mahalia Jackson aus der Menge, Tell them about the dream, Martin. King löst sich von seinem Skript und beginnt zu improvisieren. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering. Dieser Teil der Rede bewegt die Menschen. Seine improvisierte Rede wird zu einer Predigt. Ein Rhythmus wie ein Lied, der Refrain wird ständig wiederholt. Sie geht als eine der mitreißendsten Reden in die Geschichte ein. Bis heute gilt sie als eine der Höhepunkte der Bürgerrechtsbewegung. Zu Recht? Was meinst du?